Herzlich willkommen, Peter von KinCon. Peter, was macht KinCon und ja, wer seid ihr? Ja, hallo erstmal. Wer wir sind? Wir sind ein Anbieter einer neuartigen Kindersicherung fürs Internet. Initiiert eigentlich durch den Willen meiner damals 5-jährigen Tochter, einen eigenen Rechner zu bekommen. Ich konnte sie dann ungefähr 10 Minuten mit der Aussage, geh erstmal in die Schule und lern schreiben und lesen, damit du Mails schreiben kannst, hinhalten, weil dann kam eben die Aussage, Papa, nächstes Jahr gehe ich in die Schule, dann aber. Okay. Und das hat zu der Idee oder zum Nachdenken geführt, ja, weil in den Laden gehen und eine Filter kaufen, ja. Habe ich dann mal versucht. Traditionellen Filter. Einen klassischen, ne? Filter. Ja. Ich meine, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, ist es halt so, es gibt etliche Filter. Das Thema Filter erfinden wir nicht neu. Ja. Aber was heißt ein aktueller Filter? Das heißt, ich nehme eine CD, installiere das und habe zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich vertraue der Firma XY, die mir die Listen liefert und dadurch definiert, was jetzt gut oder schlecht ist für mein Kind. Ja. Oder Möglichkeit 2 ist, ich setze mich vor einen in der Regel relativ komplexen Dialog, stelle alle möglichen Dinge ein. Woher soll ich als Otto-Normalvater wissen, was für Ports ich freischalten muss, damit meine E-Mail-Funktionalität erhalten bleibt? Ja. Und ich habe dann die Möglichkeit, natürlich Zulassungslisten zu pflegen. Ja, das macht aber heutzutage keiner, weil keiner mehrere hundert Eintragungen pflegt und weil keiner immer dann am Rechner sitzt, wenn das Kind irgendwo hin will. Und das war genau das, was mich auch gestört hat. Ich kann meine Heizung irgendwo oder ganz andere Dinge fernsteuern vom Büro aus heutzutage mit entsprechender Technologie. Warum kann ich vom Büro aus oder vom Arbeitszimmer aus nicht Einfluss auf die Kindersicherung des Rechners meiner Tochter dann nehmen? Ja. Das war die Idee, die sich dann irgendwann getroffen hat mit dem Ansatz des Social Bookmarkings. Und was wir eben machen ist, wir sammeln auf einem Webservice erstmal alles ein, was ich aussteuern kann. Auf einem Filter, da arbeiten wir eben mit einem Anbieter zusammen oder später auch auf dem Router oder auf dem Handy. Die Eltern lassen explizit Dinge zunächst mal zu und geben Webseiten entweder selbst für das Kind frei oder auf Anfrage des Kindes frei, jeweils mit einem Klick, sehr schnell. Meine Tochter kommt irgendwie um 2 Uhr aus der Schule nach Hause, will irgendwo hin, darf das noch nicht, klickt. Ich kriege eine Mail oder eine SMS im Büro, 2 Sekunden später sage ich, ja, darf sie und sie darf es direkt zu Hause auch. Okay. Das ist der erste Level. Das zweite ist dann halt eben dadurch, dass wir es auf dem Webservice haben, kann ich jetzt als Elternteil definieren, dieses Wissen zu teilen mit anderen Eltern in dieser Community. Das also heißt, ihr sucht gute Seiten zusammen, lasst die von anderen Eltern freischalten oder filtert ihr schlechte Seiten raus? Wir bzw. die Eltern, genau, im die Kern Eltern, ja, lassen explizit gute Seiten zu. Also okay, das ist ein super geeignetes und von allen Experten der EU und allen, die sich damit beschäftigen, Verbänden, ist zwischen 6 und 12 Jahren das beste, probateste Mittel, denn explizit zuzulassen. Denn du kannst sonst nie alle Seiten rausfiltern, die dann neu irgendwie aufkommen und potenziell gefährlich sind. Filter hat potenziell immer Lücken, und die kommt schneller hin, als irgendwie eine Technologie das nachliefern kann. Ja. Und was mir halt wichtig war, Medienkompetenz lässt sich nicht mit einer CD bei einer Tochter installieren. Ja. Wie machen wir das mit allen anderen Dingen? Na, ich schmeiße meine Tochter nicht ins Schwimmerbecken rein, ich bringe ihr erst das Schwimmen bei. Ich setze sie am ersten Schultag nicht vor die Tür und sage, das ist die Laufrichtung, da findest du irgendwo die Schule, sondern ich gehe mit ihr dahin und gehe am zweiten Tag bis zur Hälfte der Strecke und irgendwann sagt die Tochter auch, es ist mir peinlich, ja, ich kann das jetzt. Aber dieses Vertrauen wächst und man lernt gemeinsam voneinander. Und eigentlich müssen wir das als verantwortungsvolle Eltern im Internet genauso machen. Wer ist beim Team mit dabei bei KinCon? Beim Team von KinCon im Kern ist die Idee entstanden zwischen dem Sascha Blümel, meinem Partner, und mir. Und wir haben jetzt ein Team von insgesamt 7 Leuten, 2 Entwicklern, im Prinzip 3 Entwicklern, jemandem fürs Marketing, jemandem für die Assistent und noch jemandem im Vertrieb. Wie geht ihr in den Markt, marketingtechnisch? Wir gehen in den Markt marketingtechnisch ganz stark durch Kooperationen. Also wir bauen jetzt eben nicht die 42. Familien-Community auf. Ja, wir konzentrieren uns wirklich auf dieses Thema Sicherheit, sicheres Surfen und kooperieren dann mit entsprechenden Communities. Wir werden klassisch Google Ads-Kampagnen verwenden, aber halt eben auf virale Kampagnen setzen, weil gerade das Thema Mundpropaganda im Kontext von Familie ist was super funktioniert. Wer ist denn investiert bei euch? Bei uns ist investiert die ISB, die Investitions- und Strukturbank in Mainz. Und ein Pool von Privatinvestoren und eine Beteiligungsgesellschaft der SHE AG in Ludwigshafen. Das ist ein Hosting-Provider und ein Service-Provider im Bereich IT. Okay, wie geht's weiter bei euch? Du hast gerade schon mal die Themen Mobile angesprochen. Wir sind jetzt erstmal in einem noch abgeschlossenen Beta-Stadium. Wir wollen in jedem Fall in diesem Jahr noch live gehen. Im nächsten Jahr haben wir halt eben noch ein paar Services, die wir oben drauf setzen.
Wir platzieren das Produkt als Abo-Service im Markt. Das heißt, pro Familie zahle ich einen monatlichen Obolus, egal wie viele Kinder ich habe, also nicht userbasiert. Werbung ist bei uns eigentlich kein großes Thema. Ja, Kinderbereiche werden definitiv werbefrei bleiben, weil bin ich selber von überzeugt, anders würde sich das beißen. Bei Eltern, denke ich, kann man das lockerer sehen, aber es ist halt eben nicht so dieser klassisch große Pot, in dem normalerweise eine Web 2.0-Portal irgendwie entsteht. Und dann haben wir über Services, die wir anflanschen, eben auch noch die Möglichkeit zusätzlich zu monetarisieren. Und das starten wir dann ab dem nächsten Jahr. Okay, besten Dank fürs Interview. Keine Ursache, danke.